Ich werde das Nord ignorieren. Zwischen 3 Uhr, zwischen 10 Uhr, zwischen 20 Uhr, aber ich werde das Nord. Welcher Stuhl ist meine? Du kannst wählen. In vielen Köpfen ist einfach noch das Vorurteil zementiert. Ein Mensch mit einer Behinderung, der ist irgendwie abhängig, auf die Pflege angewiesen und der lebt in einer Institution und wird bevormundet. Aber dass die selbstständig sind, das können sich viele Leute gar nicht vorstellen. Der erste Moment, wo ich nicht mehr gesehen habe, meine Sie wollen, dass ich auch ganz nicht voll da bin. Sag mal. Blitzgescheit, ehrgeizig, clever. Er hat alles, was es für eine Politkarriere braucht. Aber auch alles, was sie verhindern kann. Seine Behinderung, die kosovarischen Wurzeln, ja, selbst sein Vorname ist ein Handicap. Er heißt Islam, Islam Aliyei, und will in den Nationalrat. Die Geschichte beginnt in Zürich-Albisrieden, Monate vor den Wahlen. Bis heute eingegangen ist von, bei der SP nicht nur eine Kandidatur, und zwar die vom Islam. Vielen Dank. Ich denke, es wäre gut, wenn wir zuerst vielleicht noch mal vom Islam ein bisschen hören, warum er kandidieren will, was seine Motivation ist. Und dass man nachher eigentlich könnte das Empfehlungsschreiben noch durchgehen, ob das für euch okay ist. Die Themen, wo ich daheim bin, vom MSSR-Politik, Behindertenpolitik und Gesellschaftspolitik auf nationaler Ebene erschienen. Und darum könnte ich auch für den Nationalen, obwohl ich relativ jung in Deutschland aktiv bin. Und wie würdest du deine Vision jetzt in einem Satz zusammenfassen? Die Vision ist eigentlich, eine offene, vielfältige Gesellschaft, wo jeder sein Potenzial ausschöpfen kann. Im Schreiben, wo wir dich empfehlen, wir unterstützen den Islam nicht, weil er eine Behinderung hat und ein Migrant und ein Muslim und so weiter ist. Aber eigentlich schon auch ganz fest. Oder? Also wir wollen nicht so Identity-Politik machen, schreiben wir hier. Aber es ist halt schon ein mega Signal. Mir ist das Gleiche durch den Kopf gegangen. Und ich habe genau das Gleiche überlegt am Schluss. Oder? Und ich kann verstehen, warum man das so schreibt und sagt, nein, das wollen wir genau nicht. Und gleichzeitig finde ich, könnte man sich schon überlegen, ob es nicht mutig wäre, um es genau umzukehren und unsere Partei herauszufordern und zu sagen, genau diese Frage stellt sich, oder? Ich finde, es verliert ein bisschen den politischen Anspruch, oder? Wenn man sagt, man kandidiert, weil man eine Behinderung hat. Okay. Wenn man einfach nur, wir unterstützen Islam nicht nur, weil er eine Behinderung hat, dann wäre das Problem mit drei Buchstaben schon gelöst. Weil es ist sicher so, wenn der Islam nicht der Islam wäre, dann würde man das nicht so jetzt das Bewerbungsschreiben machen, sondern ein Schreiben da machen. Ich glaube, das wird spektakulär. Die erste Hürde hat er genommen. Sie werden ihn der Stadtpartei als Kandidaten empfehlen. Islam ins Bundeshaus. Eine Mission Impossible nimmt Fahrt auf. Go, go, go. Was ist da, oder? Ja. Hey, eine Frau mit einer Behinderung wird grundsätzlich doppelt diskriminiert. Als Frau und wegen der Behinderung noch zusätzlich. Und das habe ich ja 1992, als ich eine Dissertation machen wollte, in der Geologie, ja, schon zu hören bekommen, eben behinderte Frauen in der Wissenschaft nichts zu suchen. Barbara Müller nimmt nie ein Blatt vor den Mund. Seit 30 Jahren erblindet sie mehr und mehr. Seither kämpft sie für ihr Recht, sein zu dürfen, was sie sein will. Wissenschaftlerin.
das als Trinkwasser benutzt wird. Ich werde kurz. Müller, hier Gastrednerin einer ETH-Vortragsreihe, erkämpfte sich den Doktortitel gegen viele Widerstände. Und noch heute fühlt sich die Geologin wegen ihrer Augenkrankheit oft diskriminiert. Ein Mensch mit Behinderung, kognitiv hochstehende, hochqualifizierte Arbeit zu machen, das geht den vielen Menschen gegen den Strich, weil sie einfach, sie fühlen sich irgendwie im Selbstwert betupft. Weil ein Mensch mit Behinderung stellt man sich in der Regel einen geistig Behinderten vor, also ein Mensch mit einer kognitiven Einschränkung, beispielsweise mit der Trisomie 21. Aber dass jemand genau auf dem Niveau kann Forschung betreiben, auf dem universitären Niveau hier in der Schweiz, das will vielen Leuten nicht in den Kopf gehen. Oder eben sie fühlen sich dann einfach abgewertet. Wer Barbara Müller vorschreiben will, was und wie sie zu arbeiten hat, muss sich warm anziehen. Wenn es sein muss, streitet die Thurgauerin mit Behörden und Institutionen bis vor Bundesgericht. Mir ist nicht gut Krise essen, wenn es um die Nein, Geschichte. Wirklich nicht, wenn es um die Geschichte geht. Jetzt streiten wir uns seit 2004 über die Art der beruflichen Tätigkeit, was ich darf machen. Ich darf laut Ival Thurgau jetzt wieder nicht in der Wissenschaft tätig sein, sondern ich muss eine Umschulung zustimmen zum medizinischen Masseur. Es gibt angeblich, also das ist jetzt IV-Aussage, typische Blindenberufe sogenannte. Und das ist bei denen immer geht das über die manuelle Fähigkeit, also das Gefühl. Aber dass du akademisch gebildete Leute kommen, das ist dort völlig unbekannt. Und dann sind die Mitarbeiter auf diesen Stellen selber nicht Akademiker. Und da gibt es ein Problem. 5000 Seiten Akten, 17 Gerichtsverfahren, die meisten davon gewonnen. Fast immer geht es um Hilfsmittel, die sie zum Arbeiten braucht. Etwa eine Software, die ihr geschriebene Texte vorspricht. Oder dann gab es den Streit um einen speziellen Blindenstock. Der Laserlangstock würde 3000 Franken kosten. Ein blinder Hund, der etwa 8 Jahre im Einsatz ist, weit über 60'000. Und die von Thurgau ist natürlich zum Schluss gekommen, ja nein, das ist eine Luxusausführung. Der zahlt es nicht. Aber ein Hund hätte es gezahlt. Ja, ein Hund hätte ich können haben. Und ich bin vom Verwaltungsgericht Thurgau gegangen. Was ist rausgekommen? Selbstverständlich habe ich recht. Ich kann anstelle eines blinden Hundes kann ich die günstigere Variante selbstverständlich haben. Mit all diesen Gerichtsfällen bisher hat man mindestens 250'000 Franken an Steuergeld verschwendet. Das muss man sich schon mal im Klaren sein. Unbeugsam und konsequent fordert Barbara Müller ihr Recht ein. Nicht mehr und nicht weniger. Komm, Katerli, komm, komm, Friedhof, komm. Komm zu mir, Mami, komm, komm zu mir. God is a DJ, heißt es. Bei Amir Gashi stimmt es sicher. Er ist DJ Defect X. Die Muskelkrankheit begann, als er 6 war. Nun bestimmt sie sein Leben. Aber nicht diese Nacht. Amir legt mit Freund Livio auf, als DJ-Kollektiv das Herz. Heute bestimmt Amir Timing und Set. Ja, voll. Ah, Mann, weißt du, ich stell's dir vor und dann kommt das Bell rein. Wir wissen, ist da. Auf das Herz. Das Herz, Mann. DJ Defect X ist bereit für die große Show. We still are. Marijuana is the flame, heroin is the fuse, LSD is the bomb. Amirs Krankheit verschlimmert sich in Schüben. Doch ans Aufhören denkt er nicht mal im Traum. Zu groß seine Leidenschaft für Techno und harte Beats. Es macht sehr Freude macht und ich auch kreative Jahre ausleben. Aber bis rauslachen kann Techno ein relativ härter Sound. Also im Club sind wir härter als jetzt auf dem Festival. Das ist auch irgendwie, weiß ich nicht, Wut oder irgendetwas, was ich auch raus muss. Aber in dem Moment fühlst du halt, dass
sie tanzen, dass sie den Sound feiern. Auftritte bringen Amirs Körper an seine Grenzen. Muss er wegstecken. Es zählt nur die Performance. Also, ich mache keine Musik damit für Herzig und so. Er ist einer von den besten DJs, die ich bis jetzt zusammen geschafft habe. Er hat ein sehr akkurates Soundverständnis. Wie man vielleicht jetzt gerade mitkriegt. Er ist der lebende Beweis dafür, um was es geht. Ich muss wieder rufen. Der Alltag genießt er eh, glaube ich, umso mehr, weil er weiß, dass er vielleicht nicht 80 wird. Also ganz sicher nicht 80, sondern eher 35, so in diesem Thema sind wir bei ihm, oder? Ja, aber an das wollen wir jetzt auch nicht viel denken, oder? Hey, kaputt. Für Amir Gashi gibt es nur das Hier und Jetzt. Als DJ wird er auflegen, bis es nicht mehr geht. Hey! Jenny, kann ich jetzt mich einbetten? Ein bisschen einbetten? Zu Hause bei den Aliyais. Eine ganz normale Familie in Zürich. Das könnte sich ändern, falls Islam in den Nationalrat gewählt würde. Ich muss aufhören. Okay? Islam Aliyai will für die SP in den Nationalrat. Trotz schwerer Körper- und Sprechbehinderung. Oder gerade auch deshalb. Vor 50 Jahren habe ich mir angemeldet, die Frau kann nur hoch um die Kinder gebären. Und heute haben wir Bundesrätinnen. Also, es ist wirklich eine Rahmenbedingung da. Ist alles möglich. Hey, wir können euch auf den Mann schießen. Sorry. Und da kann man nicht sprechbehindert im Parlament zu werden. Ciao. Remi, ja. Heute muss sich Islam den Genossinnen und Genossen der Stadtpartei präsentieren. Macht ihm etwas Bauchweh, denn seine Kandidatur kommt nicht bei allen gut an. Wir kommen jetzt zu der Nomination von der Nationalrats, also beziehungsweise der Empfehlung von der. Es ist kein Abend der Entscheidung, aber eine Weichenstellung. Islam Aliyai kennt nur ein Tempo, Vollgas. Er ist erst 2 Jahre in der Partei, hatte noch nie ein politisches Amt und will nun auf der Überholspur direkt ins Bundeshaus. Sehr keck für einen Newcomer. Unter auch national bekannten politischen Schwergewichten. Mit einer Rede begründet Islam die Kandidatur noch einmal. Und zwar so, wie er es im Nationalrat tun würde, mit Hilfe einer Verbalassistentin. Meine Rede wird Sarina vorlesen. Und sie ist ein bisschen länger, aber es ist wichtig, was ich sagen kann. Liebe Genossinnen, liebe Genossen. Er will ein Bekenntnis, kein Gratisticket. Wer sich Inklusion auf die Fahne schreibe wie die SP, müsse auch einen wie ihn nach Bern schicken. Einige unserer Genossinnen und Genossen haben nun das Gefühl, dass ich nur in diesem Thema bewandert und deshalb ein Einthemenpolitiker bin. Es wäre schön, wenn ich von euch die Chance erhielte, als erster Zürcher Volksvertreter mit Behinderung in Bern für eine inklusive Politik einzustehen. Und besonders würde es mich freuen, wenn ihr mir euer Vertrauen schenkt und mich für Topf A empfiehlt. Danke. Seit 30 Jahren haben wir 3 Volksvertreter mit Behinderung im Nationalrat gehabt. Und keiner von denen war ein Sozialdemokrat. Und es wird 30 Jahre lang Zeit gehabt, um einen Beruf zu bauen. Und sie haben es nicht gemacht, aus irgendwelchen Gründen.
Alle bisherigen treten wieder an und sind gesetzt. Für eine reelle Chance bräuchte Islam unbedingt einen Listenplatz ganz vorne. Platz 7 mit 191 Stimmen, der Islam Aliyai. Hinteres Mittelfeld. Mit dieser Wahlempfehlung hätte Islam auch daheim bleiben können. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich meine, die Listengestaltung, ich meine, es wird sowieso schwierig, dass man einen Sitz gewinnt und dass er dann eine Chance hätte und hat ja nicht den Rücktritt oder so. Aber das ist wichtig für uns, die Listengestaltung und irgendwie ein Ja können sagen, hey, wir stehen auch für die Inklusion. Das wissen zwar die Leute, aber das wird natürlich verstärkt, wenn der Islam so etwas macht. Das ist super. Aber man könnte auch sagen, eine Chance hätte er nur, wenn jemand wie Sie würde verzichten von den bisherigen. Die Enttäuschung steht ihm ins Gesicht geschrieben. Er hatte sich sehr viel mehr erhofft. Islam, gratuliere. Danke, Sie auch. Jetzt machen wir einen coolen Wahlkampf. Unbedingt. Genau. Aufgeben kennt Islam Aliyai nicht. Nun will er das Feld von ganz hinten aufrollen. David M. See, Tetraplegiker. Bekannt als der Gelähmte, der wieder gehen lernt. Möglich machte es eine revolutionäre Therapie mit Elektrostimulation, entwickelt an der EPFL Lausanne. Die wiederkehrenden Tests bei den Forschenden sind für David eine Art Wettkampf. Das ist jedes Mal das Ziel. Schneller, weiter, weniger Unterstützung, tiefere Amplitude, weniger Bodyweight Support. Das ist das Ziel, ja. Ich bin Gordon. Ich habe dich im Fernsehen gesehen und ich habe über dich gelesen. Und so habe ich mir gedacht, ich will dasselbe machen. Cool. Es sieht großartig aus. Inspirierst recht viele, muss ich sagen. Also die meisten haben dich gesehen und kommen halt deswegen drauf, sich bei uns zu melden, um zu schauen, ob sie an der Studie teilnehmen können. Vom Rollstuhl auf die Füße. Das ist kein medizinisches Wunder, aber sehr wohl eine Sensation. Als sie vor 3 Jahren öffentlich wurde, ging die unglaubliche Story um die Welt. Nawet 3 razy poszło dobrze. For the tragic affliction of spinal cord injury. These small steps are huge ones for David Mazee, who was told he would never walk again. Ein Unfall vor 10 Jahren veränderte auf einen Schlag sein Leben. Ein missglückter Dreifachsalto während des Sportstudiums. David ist gelähmt, das Rückenmark aber nicht komplett durchtrennt. 2016 werden ihm am oberen Rückenmark Elektroden implantiert, die elektrische Impulse an die Muskeln senden. Es funktioniert. David gewinnt Teile seiner Bewegungsfähigkeit zurück. Die Elektroden erledigen ihren Job, den Rest muss das Gehirn übernehmen. Nach 5 Monaten Reha sind Kopf und Beine wieder vernetzt. Bislang kannte Davids Leistungskurve bei den Tests in Lausanne nur eine Richtung, nach oben. Wieder gehen können. Es ist das Ziel und ein Traum, aber keine Utopie mehr. Es ist relativ weit rausgeschaut, weil was mir dann in den Sinn kommt, ist wirklich freihändig laufen. Ohne einen Rollator, ohne einen Barren, ohne nichts. Und das braucht noch sehr viel. Und sonst dazwischen gibt es wie fast nichts mehr. Dort ist ja, kannst du schneller werden, kannst du sicherer werden. Aber ein Gamechanger ist, wenn du freihändig gehst. Einwärmen für die Tests im Ganglabor. Seine Aufgabe, freies Gehen mit Elektrostimulation. Eine Aufhängung hält ihn mit maximal 65 Kilogramm, seinem eigenen Körpergewicht. Je weniger Support von oben, desto schwieriger das Gehen.
Die Impulsgebung wird von den Forschenden laufend angepasst. Jetzt kommt es langsam. Und jetzt kommt die Rekordjagd. Jetzt gehen wir dann tiefer mit der Entlastung. Jetzt haben wir die Hälfte vom Körpergewicht entlastet. Und jetzt gehen wir tiefer. Ready? Bereit. Stimmo an. Okay, gehen wir runter. Bleiben wir in Stairs-Mode. Okay, gehen wir tiefer. 30. Tiefer. 25. Tiefer. 20. Okay, tiefer. 15. Geh runter. 10. Geh runter. Das ist das Minimum. Den Stairs-Mode raus. Rausnehmen. Okay. Two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Jetzt hat es einfach nur noch hochgezogen mit 10 Kilo. Punkt. Und 10 Schritte war so unser internes Ding. Wenn du 10 Schritte schaffst, hast du es geschafft und sonst zählt es nicht. Und jetzt bin ich noch schon Angst, dass der Stuhl in den Weg kommt. Aber wir haben 10 gemacht und es zählt. Sie hat gesagt, es war Walking Mode, also nicht Stairs Mode, keine seitliche Stabilisation. Super Rekord. Ich mache hell. Guten Morgen, Anja. So, frisch und munter. Super Strafe. Ja, ich habe es gemerkt. Unruhig gepennt. Eine schlechte Nacht. Wie so oft. Die Muskelkrankheit zerrt an Amias Kräften. Dann machen wir uns bereit. Wir haben jetzt. Was bereit, Digga? Augen. Da. Das ist trocken, ja. Amir Gashi lebt seit ein paar Jahren in der eigenen Wohnung. Das ist möglich dank Betreuern wie Yves Meyer. Die beiden sind ein eingespieltes Team. Ja, okay. Nein, nicht okay. Nicht okay. Mach dich mal nützlich. Ja, echt, du könntest schon mal irgendetwas machen, oder? Ja, so in der Gegend rumliegen die ganze Zeit, sorry. Okay. Bereit, wenn Sie es sind? Bitte. Amir ist 26. Seine statistische Lebenserwartung etwa 35. Jeden Tag stellt er sich der fortschreitenden Krankheit und der Tatsache, dass er kein langes Leben haben wird. Die Gedankenwelt hat Gedankenkreis. Über Leben und Tod, der auch herrscht. Halt. Wenn du mal etwas krank bist oder so, dann weißt du nie, wie es gut kommt oder so. Aber ich probiere mich halt sehr. Einen glücklichen Lebensstil zu haben. Für Freude zu sorgen, auch wenn sie nicht da ist, auch wenn ich mal traurig bin. Ich probiere mich abzulenken. Manchmal musst du das einfach. Zuerst rühren. Guten Tag. Eine eigene Wohnung statt ein Leben im Heim braucht Mut und Hilfe fast rund um die Uhr. Yves Meyer ist einer von drei Betreuern, die den schwierigen Alltag mit ihm teilen. Weit mehr als nur ein Job. Du bist einfach eng aufeinander, siehst auch vieles. Ist halt ein intimer Job, ja, dann auch vielmal. Ja, da gibt es automatisch einfach auch eine engere Bindung. Ich glaube, viele. Also mit Nähe und Distanz, wo auch immer ein Thema ist in der Pädagogik, da ist jetzt bei Amir und bei mir definitiv nicht mehr der Fall. Da ist schon innerhalb zwei Freunde, wo zusammen sind. Selbstbestimmt leben.
Amir hat sich diese Freiheit erkämpft. Welche Kosten die IV übernimmt, ist ein Dauerthema. Obwohl es teurer käme, wenn Amir in einem Heim leben würde. Ich bin im Heim. Also, ich habe eine gute Zeit, eine schöne Zeit dort. Aber es ist halt nicht zu vergleichen mit dem Alleinwohner. Es ist zwar für mich ein Aufwand, weil ich alle Finanzen im Griff muss haben. Ich muss das planen, ich muss gut mit den Leuten haben. Wenn jemand fehlt, muss ich halt schnell suchen. Das ist nicht immer so einfach, aber es ist ein Vorteil für mich, weil ich halt jeden Tag so leben würde, wie ich gerne leben würde. Ja. Was halt sehr wertvoll ist in dem Moment. Da hinten dran. Ja. Die Tage verbringt er in seinem Studio. Wir haben dem Soundtüftler unsere Filmaufnahmen mitgebracht. Er kombiniert die Bilder sofort mit fetten Beats. Das ist eine Tiefe. Jetzt geht es zur Frau mit der Frequenz von vorher. Wenn er jetzt läuft, ist das noch witzig. Aus der spontanen Spielerei wird ein Projekt. DJ Defect X macht sich an die Arbeit. Er komponiert und arrangiert die Musik zu diesem Film. High Noon in Zürich. Für Islam Aliyai geht es heute um alles oder nichts. Die Parteidelegierten bestimmen ihre Nationalratsliste. Für eine Wahlchance im Herbst benötigt Islam wenigstens Platz 18, den letzten im Topf A. Empfohlen ist er für Topf B und Platz 24. Um es noch nach vorne zu schaffen, braucht er heute ein kleines Wunder. Also, nächste können wir abstimmen. Wer dem kann zustimmen, bitte erheben mit der Stimmkarte. Die Delegierten bestätigen Namen und Plätze in Topf A ohne Gegenanträge. Das war's wohl für Islam. Der Mist scheint geführt. Also Genossinnen und Genossen, wir bereinigen in diesem Moment den Topf B. Das sind nochmal Leute von unserer Partei, die sich für die Nationalratswahlen zur Verfügung stellen. Und das wäre ein Zeichen von Wertschätzung und Anstand, wenn alle reinkommen, hören und abstimmen. Danke. Danke vielmals. Gut, das heisst, Topf B bleibt unverändert, so wie wir auf der Einladung bekommen haben. Und wir kommen jetzt zu der Abstimmung, dass du weiter raufkommst. Zu dem unveränderten Topf B. Willst du, dass man einen stellt? Wenn du will, gibt es jetzt noch einen Antrag zum Topf B? Okay. Ja. Also wir haben. Möchtest du immer einen Antrag stellen, oder? Ihr zwei haben unterschiedliche Anträge, oder? Gut. Also mega gerne. Platz 18. Weil, ja. Okay. Zum Schluss kann ich noch kurz sagen, wie sagst du das richtig wegen Handicap? Vielleicht in dem Moment, bis der Antrag mit Menschen mit Einschränkungen. Wir ganz kurz erzählen aber von der Personalkommission, warum wir. Sie gehen aufs Ganze. Aber ein neues Problem taucht auf. Mit Rang 18 würde Islam eine Frau und den Präsidenten der Zürcher Stadtpartei verdrängen. Es kommt zu Diskussionen und einem Kompromiss. Ja, sollen wir Platz 20 sagen? Also kommen wir sagen 20. Ja, wir sind ja. Excuse. Dann übergebe ich den Reden an Mikro. Ich würde gerne den Antrag stellen, dass der Islam von Platz 24 auf Platz 20 aufgeht. Es ist für uns als Partei ein grosser Pluspunkt, wenn er mit seinem Migrationshintergrund, mit seinem Wissen, das er mitbringt, und aber auch mit seinem Engagement für Personen mit Beeinträchtigungen sich einsetzt. So viel. Ich glaube, das wäre ein grosser Pluspunkt für uns. Und ich glaube, er hat es auch verdient, ein bisschen weiter raufzukommen. Dann würde ich sagen, kommen wir zur Abstimmung. Wer dem Antrag, den Islam auf den Platz 20 zu tun, möchte zustimmen, soll das bezeugen mit den Karten erheben.
ist. Sind wir? Gut. Gegen mir. Aber nicht da. Der Antrag ist mit 74 zu 50 Stimmen abgelehnt. Das heisst, nach wie vor der Topf B bleibt so, wie er von der Personalkommission euch vorliegt. Ich habe wirklich nicht gedacht, dass das Lied, das mit mir zusammen geschafft hat, gegen den Antrag stimmen. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Aber anscheinend ist alles möglich in der Politik. Islam wollte mehr als ein Foto. Doch seine Partei scheint nicht bereit für einen wie ihn. Grenzen setzen ihr nur andere. Sie selbst kennt keine. Klettern in der Steilwand. Mit einem Sehrest von ein paar wenigen Prozent. Super. Bergsteigen. Barbara Müller tut es, wie sie alles im Leben angeht. Unerschrocken und unglaublich zäh. Ich habe keine Tritthilfe. Auf Reibung? Ja, sicher. Jetzt musst du einfach heben. Ne? Ja, ja. Ihm vertraut sie blind. Mit Bergführer Urs Steiner klettert sie schon viele Jahre. Ein bisschen weiter. Ja. Ja, sehr gut. Jetzt ist so ein roter Tritt mit dem linken Fuß. Hey, dürfer wäre es, aber das ist auch gut. Sehr gut. Ich bewege mich als Geologin natürlich sehr viel im Gebirge. Das ist auch Training, auch für die Himalaya-Expeditionen. Und ich kann mit den Händen kann ich tasten. Das regt das Tastgefühl an. Also, als Geologin natürlich erst recht. Das ist ein himmelweiter Unterschied für das Gestein, das ich da unter meinen Fingern habe. Wie sehr ich dem Gestein trauen kann. Also für mich ist das eigentlich eine sehr elegante Art von Fortbewegung. Weil ich vieles nicht sehe, kann ich mir mit den Händen behilflich sein. Urs Steiner markiert die nächste Passage. Grelle Farben kann Barbara noch erkennen. Das Drittchen auch markieren. Ja. Oben dran ist das Dritt, wo es so grün ist. Mhm. Griff. Die spürst du wahrscheinlich. Die merke ich dann schon. Also, ich komme langsam. Gut. Halt dort die Tasten. He? Da kommt so ein Näschen hoch. Siehst du das, wo? Ja. Ich stand jetzt wieder einmal. Kreidepunkt. Ja, da. Genau. Ich sehe es von meiner Nase. Genau. Barbara klettert nicht nur zum Spaß. Sie braucht das Training. Für ihr Hilfsprojekt in ihrer zweiten Heimat Nepal. Vom Himalaya-Gebirge gelangt hochgiftiges Arsen ins Grundwasser, das die lokale Bevölkerung krank macht. Die Einheimischen in den Ebenen leiden überdurchschnittlich oft an Tumoren und Krebs. Das soll endlich ein Ende haben. Die freie Forscherin kennt Geologie und Verhältnisse in Nepal wie kaum eine andere. Manchmal wochenlang streift sie mit befreundeten Sherpas durch die Hochplateaus des Himalayas, oft auf über 6000 Metern. Im Gebirge sammelt und analysiert die Geochemikerin Gesteinsproben. Und in den Ebenen versucht sie, das verseuchte Wasser zu dekontaminieren. Ein einfaches Filtersystem aus Steinen und Nägeln soll helfen, das giftige Arsen zu binden. Das Geld für ihr Nepal-Projekt aufzubringen, ist ein ewiger Kampf. Aber kämpfen ist sie sich ja gewohnt. Auch in der Felswand fightet Barbara Müller um jeden Meter. Ihre Kräfte scheinen nachzulassen. Doch das sieht Barbara, wie so oft, ein wenig anders. Berge sind auch da, oder sie sagt, Nepal, das ist die reinste Erholung. Das ist Relax, oder?
Das ist wirklich entspannend. Einmal nicht mehr Streit mit irgendwelchen Ämtern, mit wem auch immer. Oder ich als Wissenschaftler das Geld beschaffen. Da oben ist man frei. Das ist ein Stück weit der Freiheit. Genau. Sehr gut. Uch ist da. Ja. Gratulieren. Gratulieren, super. He? Will Islam Aliyai reisen, nimmt er die SBB. Mit GEA 1. Klasse und Platzreservation im Niederflurwagen. Wie so oft kommt es anders. Wechsel des Rollmaterials. Unangekündigt. Islam muss in den Käfig. Und sich dann ohne Hilfe zur Rollstuhlecke in die 2. Klasse manövrieren. Das Symptom will mir Behinderte nutzgerecht repräsentiert sind in dem Parlament, in den Stellen, wo die Entscheidung getroffen wird. Um das geht's. Und nicht um Nettigkeit, damit wir arme Behinderte noch nicht können, um zu reisen. Denn wir sind auch Teil von der Gesellschaft. Und wir haben das Recht und auch die Pflicht, an der Gesellschaft teilzunehmen. Wenn es so wie mir alles wegmacht, dann ist es ja. Islam im Bundeshaus. Als Tourist, nicht als Politiker. Hi. Hi, Maya. Dado. Nein, Dado. Wir müssen den weg. Erstes Obergeschoss. Première Etage. Islam Aliyai holte bei den Wahlen fast 63.000 Stimmen. Praktisch ohne Wahlkampf, trotz schlechtem Listenplatz. Und obwohl ihn 8.000 Genossinnen und Genossen von der Liste strichen. 14.000 Stimmen mehr. Und er wäre heute als Nationalrat der SP hier. Aber das könnte ich zum Beispiel nicht benennen. Mit meiner Behinderung. Die zwei Sachen. Gleichzeitig. Aber mega spannend, wie sie es wieder lösen, wenn ich da bin. Ich habe mega Respekt vor dem Stuhl. Und auch von die Mitbestimmung, die ich dann hätte. Ich kann so viele Sachen da machen, so viel. Feindige für viele Leute, wo bitte nötig ist. Okay, stopp schnell! Zuhören! Das Ganze ist jetzt relativ wenig dynamisch. He? Sie zeigen mit dem Stock an, wo sie den Ball wollen. Und sie, die stehen, können auch mit den Beinen einen Schritt zurück machen, damit sie den Ball schön leise annehmen können. Und genau gleich spielen sie ihn nachher wieder weg. Für David Imsee zählt nur, was geht und nie, was nicht geht. Mit diesem Selbstverständnis hat er seinen neuen Job gekriegt. Es ist sein erster Schultag als Sportlehrer in Festanstellung. Für David war schon immer klar, dieser Beruf ist auch im Rollstuhl möglich. Ja, für mich ist vieles tatsächlich selbstverständlich. Ich höre dann die Leute rundherum wieder, wie das speziell ist. Und dann fällt es mir auch wieder auf, doch, das ist speziell. Aber ja, für mich ist es tatsächlich selbstverständlich. Darum wirkt es wahrscheinlich auch so. Das Handicap konnte ihn nicht stoppen.
Nach seinem Unfall kehrte er an die ETH zurück und schloss sein Sportstudium ab, als Jahrgangsbester. Als sich David für eine Aushilfsstelle am KV Wetzikon meldete, war der damalige Rektor zuerst perplex. Ich habe ihn sehr sympathischer gefunden, aber denke, das ist absolut nicht machbar, dass jemand, der nicht alles vorzeigen kann, in der Turnhalle steht. Und ich habe an Dave gesagt, ich bin ganz offen und ehrlich mit dir und politisch nicht so korrekt und sage, das ist nicht denkbar. Zum Glück habe ich so ein bisschen die konventionellen Bahnen des Denkens verlassen und gefunden, wir probieren es mit. Und sehen heute das Resultat. Ich höre die Resonanz der Schüler, des Lehrbetriebs. Und das ist wirklich einhellig positiv. Zuhören! Es gibt zwei Varianten. Entweder wir schaffen, dass vier schnell auf dem Feld sind und wir können spielen. Und sonst machen wir Liniensprints. Was wollen Sie? Spielen, schon besser. Ist gut. Sportlehrer im Rollstuhl. Tetraplegiker, der wieder gehen lernt. David Mumsee ist keine Hürde zu hoch. Trotz Handicap scheint ihm alles zu gelingen. Wieso ihm? Den meisten anderen aber nicht. Ich hatte ein relativ normales Leben bis zum Unfall. Und insofern habe ich viel erlebt, was ich glaube ich, nicht erlebt hätte, wenn ich von Anfang im Rollstuhl gewesen wäre. Und für mich eben war es gut, dass ich in der Pubertät dass ich nicht im Rollstuhl war. Dass kein Mitleid herum war. Ich glaube, dann behandeln die Leute etwas anders und dann entwickelst du dich vielleicht auch anders. Ich habe jemanden im Kopf schon gesagt, dass, ja, hätte sich gewünscht, dass vielleicht etwas mehr während seiner ja, Jugend zum Beispiel mehr Druck gekommen wäre oder etwas mehr Verantwortung übergeben worden wäre. Und insofern ist das so, hat das für mich so gestimmt. Obwohl ich es mir auch nicht ausgesucht habe. Aber wenn du nach einem Unterschied fragst, vielleicht macht das einen Unterschied. Wow, okay. Nach Monaten treffen wir Amir Gashi wieder. Der DJ tüftelt an den letzten Beats für diesen Film. Die Folgen der Krankheit sind schlimmer geworden. Freund Livio steuert die Regler, die Amir nicht mehr selbst bedienen kann. Der zweite. Du mit dem Bildtrick. Das ist genial. Ich weiß, ja. Aber die Frage ist, was müssen wir uns anhören, bis wir dort sind. Ist ja mega schön. Amir mag es nicht schönreden. Das Corona-Jahr hat ihm zugesetzt. Ja, es ist sicher blöd, vor allem in meiner Situation. Weil ich halt dieses Jahr weniger habe. Und ich schon weniger habe. Aber ich habe jetzt wirklich mehr auf mich geschaut, die eineinhalb Jahre, also im Sinne von, dass man seelisch gut geht, psychisch. Körperlich war es schwierig. Aber was ihn mehr schmerzt, ist das Jahr ohne Auftritte als DJ. Pass auf. Gut. Im zweiten Jahr von Corona hat Doc auch David Mumsee wieder getroffen. Selbst die Pandemie konnte ihn nicht bremsen. David bleibt auf der Überholspur und macht beim Gehen weiter Fortschritte. Inzwischen hat sich ein weiterer Traum erfüllt. Seine Partnerin Janine und David sind Eltern geworden. Papier. Ja. Hi. Hi. Ich viel zu hell. Ja, ich viel zu hell. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir extra unmögliche Ziele suche und dann komme, was wolle, dort voll reinhau. Aber es ergibt sich meistens. Es war mit dieser Studie in Lausanne so, es war mit dem Job so. Ich habe mir das nicht direkt ausgesucht. Es ist irgendwo die Tür aufgegangen und ich habe sie aufgemacht. Und ich bin selber gespannt, was die nächste grosse Tür ist, die ich aufmache. Im Schaffel. Tiefes Mensch. Nicht schlecht. Hör ich zum ersten Mal so. Schön. Das ist gut. Vor allem vorher habe ich es mal gut gefunden. Mit dem, wo es doch ein bisschen noch so ein bisschen fest drin hatte, dann ist es schön gefunden. So langsam, aber gleich ein bisschen noch. Amir hat dramatisch Gewicht verloren.
Er möchte essen, hat aber Mühe beim Schlucken. Am meisten Energie kostet ihn jedoch der Stress mit der IV. Wegen der Finanzierung für mehr Betreuung, die Amir braucht. Er will das Recht auf selbstbestimmtes Leben. Mehr nicht. Mein Fall ist ein schwerer Fall. Und viele andere, wenn man mehr Kraft hat, machen es nicht. Das ist schon schade. Und eben Kampf, es ist immer ein Kampf. Inklusion ist etwas, wir sollten das nicht zu oft erwähnen. Wir sollten das wirklich leben. Barbara Müller im Hoch. Dass Arsen hochgiftig ist, habt ihr ja schon mehrere Male erfahren. Arsen sie ist Gastdozentin an der Uni Basel. Ihre Vorlesungen hält sie wegen Corona online ab. Damit aber nicht genug. Ihr gelingt die Wiederwahl in den Thurgauer Kantonsrat. Und auch der Dauerstreit mit der IV ist definitiv vorbei. Solche Vergiftungserscheinungen zeigen. Fast das Wichtigste im Moment für sie, sie kann endlich wieder nach Nepal einreisen und ihr Hilfsprojekt weiterführen. Die inzwischen fast blinde Geologin hat zwar einiges erreicht, doch ihr Kampf geht weiter, bis die Inklusion von Menschen mit Handicap kein leeres Versprechen mehr ist. Das ist ein Märchen. Weil da müsste sich so viel in den Köpfen ändern. Da frage ich mich einfach, wie lange würde das noch gehen? Und in dem Sinn haben wir wenig erreicht, sehr wenig. Aber solange man probiert, Leute mit Behinderungen irgendwie eben auszuschliessen und ihre Fähigkeiten nicht ausleben zu lassen, sehe ich schwarz. Man sagt, dass Sieger da aufstehen, wo Verlierer liegen bleiben. Islam Aliyei hat sein Feuer nach dem grandiosen Scheitern bei den Wahlen nicht verloren. Im Gegenteil. Zusammen mit 5 Mitarbeiterinnen lanciert er ein neues Projekt, das Ability Center. Die Anlaufstelle soll helfen, Projektideen von Menschen mit Behinderungen umzusetzen. Rascher und vor allem zahlreicher. Was ich in den letzten Jahren erlebt habe, sind eigentlich die nächste Generation von Menschen mit Behinderungen nicht erleben. Menschen mit Behinderungen brauchen Unterstützung, die ihre Behinderung egalisiert. Und erst dann können sie ihr Potenzial entfalten. Und wenn man ihnen immer wieder sagt, das gar nicht, das funktioniert nicht. Du hast eine wahnsinnige Idee. Und das ist nicht gut. In die Offensive gehen, damit Inklusion in Politik und Gesellschaft kein Lippenbekenntnis mehr bleibt. Islam Aliyei und sein Team wollen neue Tatsachen schaffen. Alles andere ist keine Option. Ich will auch nicht, dass meine Kinder in eine Gesellschaft aufwachsen, wo ihre eigene Vater als minderwertige Geschöpfe angeguckt wird. Das kann ich nicht akzeptieren. Aber ich will auch nicht nur 50 Jahre warten, bis Inklusion endlich mal salonfähig wird. Ich will das beschleunigen, dann mache ich das Ganze dahinter mir. Dass es nicht in 50 oder 100 Jahren ist, sondern in 10 oder 20 Jahren. Weil ich will das nur erleben können. Cheers. Zum Wohl. Easy, tricky, little way.